Eine Hochschule, viele Kooperationsmöglichkeiten. Der Regionalmarketingverein Mecklenburg-Schwerin möchte die Unternehmer der Region dazu ermutigen, noch mehr die Ressourcen der Hochschule Wismar zu nutzen. Studenten als Nachwuchskräfte sind ein wertvolles Gut und sollten rechtzeitig gebunden werden. In einer gemeinsamen Veranstaltung haben der Regionalmarketingverein und die Hochschule auf die entsprechenden Kooperationsmöglichkeiten hingewiesen. Die Hauptaufgabe, die wir jetzt hier auch als Veranstalter über den Verein Regionalmarketing Mecklenburg-Schwerin e.V. sehen, ist, dass wir informieren darüber, welche Möglichkeiten und welche Kontaktpersonen das auch gibt, weil viele Unternehmen das eben nicht wissen. Die sollen sich informieren und dafür sind solche Veranstaltungen wie heute einfach geplant. Auf verschiedenen Niveaus, sage ich mal, das werden wir auch entsprechend darstellen, Möglichkeiten von studentischen Projekten, wo Unternehmen einfach sagen können, wir haben eine kleine Idee, ein kleines Vorhaben, wo wir auch gerne mal jemand ohne großen Geldaufwand dran setzen können, bis hin zu Forschungsprojekten, wo eben auch durch Drittmittelgeber auch gemeinsame Projekte, gemeinsame Vorhaben in Richtung Produktentwicklung, Prozessoptimierung, sage ich mal, dann stattfinden. Mit dem Projekt der Technologie- und Innovationsberater bietet die Hochschule Wismar konkrete Kontaktpersonen für interessierte Unternehmen, die Erstkontakte moderieren und begleiten und auch beim Nutzen von Förderprogrammen unterstützen.